Erst vor kurzem habe ich ein Video hochgeladen, wo es um das Thema Space Godzilla geht und darum, dass in einem Artbook, das jetzt erschienen ist, eine bestimmte Zeichnung zu sehen war, wo man einen geflügelten Godzilla gesehen hat. Und meine Frage war gewesen, ob es sich hierbei um Space Godzilla handeln könnte. Und jetzt haben wir mehr Informationen zu dieser Kreatur, was ziemlich interessant ist. Und in diesem Video will ich mit euch darüber reden. Viel Spaß! Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ja, das mit Space Godzilla ist so eine Sache. Das sind natürlich alles nur Spekulationen und Theorien und auch so ein bisschen Wunschdenken von mir persönlich. Ich würde den einfach sehr gerne im Monsterverse sehen. Im letzten Video habe ich ja darüber gesprochen, dass wir hier diese Zeichnung bekommen haben, wo wir eben sehen, dass die Godzillas und die Kongs wohl gemeinsam gegen eine Kreatur gekämpft haben. Und ich habe euch die Frage gestellt, ob sich hierbei um Space Godzilla handeln könnte. Jetzt haben wir allerdings neue Infos dazu bekommen, beziehungsweise gab es die Infos wohl schon früher. Denn es existiert ein Roman zu dem Film Godzilla vs. Kong und da hat man wohl ein paar Szenen mit eingearbeitet, die es nicht in den Film geschafft haben. Was an sich ganz cool ist, allerdings sind es Szenen, wo ich mir gedacht habe, die hätten den Film noch schön abgerundet. Hier geht es nämlich um die kleine Gia, die im Buch eine Geschichte erzählt über die Vergangenheit der Kongs und eben auch der Godzillas, denn da ist eine Legende entstanden. In dieser Legende heißt es, dass einer der Godzilla-Spezies nach der unendlichen Macht getrachtet hat. Daraufhin hat er einen Stern absorbiert und wurde daraufhin abtrünnig. Das heißt, er hat sich gegen sein eigenes Volk gestellt und eben auch gegen die Kongs. Im Endeffekt wollte er einfach die Welt komplett für sich beanspruchen und eben einnehmen. Im späteren Verlauf des Buches wird dann aber erklärt, dass es sich hierbei nicht um irgendeinen Stern aus dem Weltall handelt, sondern um diese radioaktive Energie aus der Hollow Earth, die komplett absorbiert wurde. Und meine Theorie ist, dass es sich hierbei um einen Godzilla handelt, der auch später dann diese Bodenplatten bekommen hat als Symbolik. Und Gia nennt sogar den Namen dieser Kreatur im Buch und die lautet wie folgt. Ich muss mir das aufschreiben, weil ich das auf gar keinen Fall mehr behalten kann. Zuzla Halawa heißt diese Kreatur. Und der hat sich an dieser Energie bereichert und ist dann eben zu einer riesigen Gefahr geworden, die nur von Godzillas und Kongs im Team besiegt werden konnte. So, jetzt will ich hier auf zwei bestimmte Sachen eingehen. Das erste ist, wieso hat man diese Legende nicht auch im Film erzählt? Das hätte viel mehr Impact gehabt, wenn man dann zum Schluss gesehen hätte, okay, auch die Nachfahren der Godzillas und Kongs verbünden sich erneut, um eine noch größere Gefahr, nämlich Mechagodzilla, zu besiegen. Das wäre irgendwie ganz cool geworden, hätte auch wirklich so einen schönen, runden Abschluss zu dieser ganzen Geschichte gehabt, hat man aus irgendeinem Grund weggelassen. Finde ich jetzt im Nachhinein, wo ich weiß, dass es diese Szene hätte geben sollen, sehr schade. Zum anderen kommen wir wieder zu der Space-Godzilla-Theorie, denn die Theorie zu dieser Legende, die im Buch beschrieben ist, lautet nämlich wie folgt. Was ist, wenn die Godzillas und die Kongs diesen diesen krassen Godzilla nicht besiegen konnten, sondern ihn quasi von der Erde verbannt haben und er irgendwie ins Weltall gekommen ist, wo er jetzt über die Jahre hinweg, über die Jahrtausende hinweg eventuell geschlafen hat, vielleicht eingefroren war und jetzt wieder seinen Weg Richtung Erde antritt, dann hätten wir hier eine originelle neue Geschichte oder eine neue Origin-Story von Space Godzilla, die auch doch in die Geschichte des Monsterverse sehr gut reinpassen würde. Man könnte in dem neuen Kong-Film, der jetzt angekündigt wurde, zum Beispiel auch auf die Vergangenheit der Kongs eingehen und könnte jetzt hier genau das erklären, was Gia im Buch erklärt hat, nämlich, dass es diese übermächtige Kreatur gegeben hat, die die Herrschaft über die ganze Erde an sich reißen wollte und dann von den Kongs und den Godzillas aufgehalten worden wäre. Vielleicht arbeiten wir tatsächlich auf einen Godzilla vs. Kong 2 hin. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, denn auch Space Godzilla ist ein Godzilla, deswegen könnte der Name Godzilla vs. Kong 2 hier wieder Sinn ergeben. Das Ganze würde dann logischerweise wieder mit einem Team-Up zwischen Kong und Godzilla gegen Space Godzilla enden, so würde ich mir das Ganze vorstellen. Und hier könnte man aber auch ein dramatisches Ende mit einführen, dass Kong eventuell sogar sein Leben lässt, um Godzilla zu beschützen, um Gia zu beschützen, wie auch immer. Und dann kommen wir mehr in Richtung Son of Kong, der jetzt in den Mittelpunkt rücken muss, da sein Vater eben gestorben ist und er quasi in dessen Fußstapfen treten muss. Was sagt ihr dazu? Wäre das ein logischer Schritt? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, würde mich brennend interessieren, was ihr dazu sagt. Was haltet ihr von der Szene, die im Buch auftaucht, aber es nicht in den Film geschafft hat? Ich finde das echt bescheuert, aber das ist auch nur meine Meinung. Und das war es auch schon wieder mit diesem kurzen News-Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.